Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play über Tagged Classic. Ja, und hier ist auch ein kleiner Gast oder er, den der Server gehört. Hallo. Ach da. Oh, ein kleines bisschen laggy, es baut sich auf. Echt, findest du? Ja, es baut sich gerade auf. Oder es ist einfach zu flüssig. Ah, Mann. Okay. Ja, mein Maus geht hin und her switchen. Wir sind gerade voll in dem Dschungel geboren. Wir sind Dschungelmenschen. Ich mag sehen. Ja, wir haben schon Diamanten. Kommen die bloß her? Das sind unsere Start-Items, würde ich sagen. Okay, das nennt man heute so. Mal über den Nil gehen. Ich habe ja schon so eine kleine Hütte gebaut. Was? Okay. Du kleiner Hüttenmeister. Boah. Ja. Boah, ist das... Oh, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Naja. Zum Glück besser als im Hexit. Warum leckt's bei dir? Hä? Leckt's bei dir? Es ist zu flüssig. Deswegen schwimmt gerade meine Maus rum. Die geht hin und her. Ach so, ja, du musst F8 drücken. Ernsthaft. Das schwimmt oft, es ist bei mir auch. Da musst du F8 drücken oder ist es wieder vorbei. Ernsthaft? Ja. Oh Mann. Ja, jetzt ist es zu langsam. Ach, deswegen habe ich immer gedacht, warum ist meine Maus so langsam? Ich wollte immer meine Aufnahme stoppen. Nein, die ist weitergegangen. Ich dachte nur, warum? Und dann war meine Maus so langsam. Habe immer die falsche Taste gedrückt. Okay. Hä, was ist das da hinten? So, dann nehme ich hier mal alles raus. Tue ich hier mal rein. So, einmal das, das. Soll ich schon mal einen Wegpunkt das, hier machen? Für dich? Ist für dich ein Waypoint, aber ich brauche keinen. Okay. So, jetzt habe ich alles an Zeug da drin gehabt. So. Ich möchte gerade Indiana Jones spielen. Okay. Ich frag mich, was das ist. Was? Da ist irgendwas Graues. Und vielleicht ein Baum. Nein. Auf der Map ist ganz groß grau. Ja, das ist ein Baum. Ein fetter Baum? Warte. Was meinst du da? Meinst du dieses rechts da drüben, da wo so einzelne grüne Punkte drin sind? Nein. So ganz graues. Was? Ey, komm mal wieder hier zum Spawn, bitte. Ich komm gleich. Ich bin noch nicht weit weg. Ich bin noch nicht weit weg von dir. Okay. Ich frag mich nur, was das ist. Das ist so gräulich. Ist es ernsthaft? Ist das nur Stein? Hier ist überall Stein. Ja, ich weiß, das habe ich ja gemeint. Oh, Kohle. Und Eisen. Bei mir ist auch Eisen. Beziehungsweise ich habe Eisen. What the fuck? Ein Berg. Okay, ich mach mir kurz mal. Ach so, da ist Eisen. Okay. Trotzdem mache ich mir erstmal eine Workbench. Hab ich schon, komm doch einfach zu mir. Nein, meine eigene. Ja, wenn du meinst. Eine eigene.
dass wir wenigstens mehr Ressourcen haben. Wenn du meinst. Ja, ich meine es. Er wird schon dunkel. Nein! Nee, das sind die Bäume. Oh, jetzt schon wieder zu flüssig. Okay, ich weiß, woran das liegt. Ich darf nicht bücken. Okay. Okay. Doch, es wird dunkel. Nein. Ah, doch, stimmt. Sollte vielleicht ein Bett zu unseren Anfangssachen gehören? Eigentlich gehört schon eine kleine Mini-Hütte oder sowas. Also ich habe schon eine Mini-Hütte. Ich komme auch gleich wieder zurück. Ich komme zurück. Also das beste Versteck ever ist einfach mitten auf dem Meer. Da findet sich kein Monster. Ja doch, weil es dort spawnt. Mitten auf dem Meer, wo keine Insel ist. Ja, da spawnt kein Monster. Aber der Nachteil ist daran halt auch, du musst dauernd schwimmen. Wenn ich ein Boot hab? Ja, dann. Jetzt hast du nichts mehr zu sagen. Yay, ich hab Kupfer gefunden. Ich grab mich einfach runter und find mal instant Kupfer. Ja, du hast Kupfer gefunden. Irgendwann yeah, ich hab Marble. Irgendwie also sagen so. Alle nur Kupfer dazu. Eigentlich ist das Kupfer. Ja, weil es Englisch ist. Ich hab aber Deutsch. Oha, XXL Höhle gefunden. Ja, was ist denn jetzt los? A saving world data except lag. Was? Safe komplett. Okay, auf jeden Fall hat es jetzt ein Safe gemacht. So viel steht fest. Irgendwie sieht dieses Tablet aus wie ein Kuh. Das ist kein Tablet. Aber es nennt sich Tablet. Echt? Ja. Da steht... Ein... Warte. Das ist ein Transmutation Tablet 130. Ja. Transmutation Tablet. Ja. Echt schon eine Mine gemacht? Ja. Okay. Das wären Fackeln, oder? Hätte ich lieber die Kohle abgebaut. Nein, oh oh, kacke, kacke. Scheiß Skelett. Kacke, kacke, kacke. Nein, das Uranium, das alles. Wir könnten so schön. Oh Mann. Boah, ist ein bisschen am Lecken. Diesmal ist es wirklich am Lecken. Du hast sogar was liegen lassen. Finde ich nicht. Also bei mir leckt es nicht. Du hast Kupfer liegen lassen. Echt? Ja, hier liegt Kupfer rum. Und hier sind noch was in der Wand. Oha. Hier unten sind so viele Monster. Piss dich, Spinne. Piss dich. Piss dich. Ich mag keine Spinnen. Boah, weil es so dunkel ist, denke ich gerade, dass hier welche sind. Ich dachte, jetzt nehmen wir eine Spinne. Stimmt gar nicht. Und wegen der Dunkelheit weiß ich nicht, wo ich bin. Klasse. Es ist bei dir so dunkel. Ja, ich sehe gerade nur die Erde. Warte, ich muss mich jetzt in Acht nehmen, ey. Ich habe zwei Herzen und baue hier gerade ab. Ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt irgendwas spawnt. Also sowas im Dunkel. Oh, bin wieder oben, wo es etwas heller ist. Ich
warte etwas auf dich. Ja, wenn ich nur wieder hochfinden würde. Ah, da oben komme ich, glaube ich, wieder, oder? Ach, auch egal, ich brauche mich. Nein, da drüben. Drüben geht's hoch, da. Ja, ich muss ja noch die Option machen. Das war nicht. Achso, ist ja schon. Was? Also statt Cheat Mode einfach Reset Mode. Ja, wenn man das anklickt, dann nicht cheaten. Achso. Das cheatest du automatisch nicht, wenn du keine OP-Rechte hast. Schau mal, was ich alles Schönes gefunden habe. Ich guck mal rein. Rubine sind genauso. Du hast Saphire, die sind genauso gut wie Diamanten. Ich weiß, Rubine aber auch. Nein, Rubine sind so viel wie Eisen. Echt? Ja, das habe ich gesehen. Also ich habe sogar selbst ausprobiert. Die machen auch genauso wie bei einem Eisenschwert genauso viel Damage. Okay. Aber Saphire machen so viel wie ein Diamantenschwert. Cool, da haben wir schon mal gut gearbeitet. So. Ich habe mich gut informiert. Ja. Über YouTube. Oh. Was? Eigentlich wollte ich nur wissen, wie Feed the Beast geht. Okay. Tu mal hier deine Items auch rein. Ja. Was kann man eigentlich mit diesem Tablet? Ich sehe nur die Energie oder ich glaube das. Okay. Über das habe ich nicht informiert, was das bedeutet. Ja, ey, guck mal hier in das rein. Ich habe ja schon eins aufgestellt. Hier ist noch das Koppel. Hier ist noch das eine Eisen. Das können wir eigentlich verbrennen. Ja. Ah, du hast hier das. Okay. Achso, hier kann man ordnen. Hast du gerade geordnet? Nein. Sieht aber gerade so aus. Jetzt habe ich geordnet. Ja. Ich wollte gerade das Eisenerz nehmen und das verbrennen. Da hat man etwas. Achso. Ja, was wir vergessen haben. Wo ist Stein? Hast du gerade Cobblestone? Ich leg doch in der Kiste ein bisschen was. Ich sehe kein Koppel. Warte. Hey, wo hast du dir geholt? Was? Cobblestone Transport Pipe. Nein, die habe ich gerade gecraftet aus. Ah, da ist unser Cobblestone. Die habe ich aus Cobblestone und Glas gecraftet. Ja, denn die kenne ich. Okay, hol ich etwas. Also ich bräuchte nur noch 7 Cobblestone. Okay. Okay, hol ich die mir kurz. Mach das. Boah, ich kann ein bisschen. Jetzt. Boah, die können ja richtig. Meine Zuschauer können schon sehen, wie das alles so rumleckt. Okay. So, jetzt bräuchte ich. Oh, hier ist Marmor. Ich weiß, das habe ich auch vorher abgebaut. Das ist schön. Aber wird diesen einen Texture Pack nur? Ich frage mich, was bei meinem Texture Pack ist. Okay. What? Okay, da gehe ich nicht runter. Wir brauchen Kaktusgrün.
Da oben warst du. Da bist du. So. Aus irgendeinem Grund ist da ein Loch. Okay. So, jetzt haben wir genug für einen Ofen. Ich hab einen Ofen da. Warte hier, gucke. Gucke. Ja, das muss ja noch für die anderen. Hier, gucke. Hier sind die schönen Öfen. Hier. Hast du gerade hingemacht und außerdem. Die macht ja dann mit Cobblestone und dann. Nein, die macht man nur mit Eisen. Die kann man auch nur mit Eisen machen. Mann, bist du gemein. Aber die sind auch ganz schnell gebraten. Das heißt, wir müssen noch mehr Material holen. Ganz schnell gebraten. Boah, hast du die ganze Zeit Schweine getötet? Ja. Das mit dem Brot, das verstehe ich gar nicht. Wie hast du Brot herbekommen? Aus Brot. Aus Brot, ja. Aus Brot kann man Brot machen. Die Äpfel verstehe ich ja. Okay. Leon, der Cheater, ist ja wirklich ein... Kann man jetzt mit diesem Transmissen mit dem komischen Table Dingsbums? Ja, ich sehe das nicht gerade an, aber irgendwie sieht das aus wie Alchemie. Mit diesem Teil kannst du irgendwelche Sachen da reinlegen und kannst sie in andere Items verwandeln. What the hell? Also Magie. Ja, genau. Hä, das Pack gibt's doch gar nicht hier drauf. Doch. Okay. Was? What the hell? Warum bin ich jetzt hier unten? Ich höre dauernd irgendwelche Viecher. Das irritiert mich. Viecher? Weil da eine Höhle ist. Zombies, ja, ich weiß, ich bin in der Höhle. Dann wundert sich nicht, wenn da Geräusche sind. Mann, warum ruft mich der andere jetzt an? Ich höre nichts. Nein, ich weiß. Lol, hier ist eine Schlucht. Toll, ich kann so vielleicht sehen. Ich hole jetzt etwas mehr Kohle. Nein! Du wurdest gesprengt. Ja. Hattest du gute Sachen dabei oder nicht? Ja, Diamantspitzhacke. Hast du einfach aus dem Diamanten Diamantspitzhacke gemacht? Ja. Ich habe meine Diamanten noch behalten. Ich nicht. Da, ich hab mein Zeug wieder. Ich hol mir Kohle. Erstmal durch den ganzen Dschungel latschen. Warum? Geh doch einfach unterirdisch in unsere Höhle rein. Nein, nicht schon wieder. Nein, ich weiß nämlich, wo ganz viel Kohle ist. Ach so. Ich hab die ja vorhin gesehen. Also hol ich mir das hier auch dort. Ja. Und außerdem ist auch ein ganzer Berg. Und da, bei mir ist da überall eine neue Höhle, Mann. Und das hier ist so auch krank. Überall Sand. Ja,
Bei mir sind überall Saphire und alles mögliche. Das ist so krank. Gold, Mann. Ja, Saphire sind wertvoll. Das ist so krank, wie viel Altes bei mir rumliegen. Frag mich eigentlich. Man kann immer noch das gleiche machen. Scheiß Zombie, ich steh auf. Scheiß Skelett, steh auf. Ey, hier kommt jetzt ein Creeper von hinten. Boah, ich muss mal kurz in den Himmel schauen. Was hat's zu laggt? Meine FPS sind zu klein. Viel okay. Zu klein. LOL, das Koppel hört nicht mehr auf. Ja, hier, ich habe vor kurzem auch ein Let's Play gesehen. Das war so lustig. Der Junge, der hat ganz Zeit nur ein Erz abgebaut. Und raten mal, wie viel Level und wie viele Stacks er von diesen Erz hatte. Nur an einer Reihe. 5 Stacks. Etwas mehr. Oha. Scheiß Spinne, Mann. Er hatte fall insgesamt 8 Stacks und er hatte dann 20 Level nachher gehabt. Und das okay. Nur von einem Erz, das sinnlos ist. Ja, von Nikolite, oder? Ja. Habe ich doch gewusst. Er hat fast den ganzen Berg durchbohrt. Okay. Komm in die Höhle, bitte, Mann. Hier sind so viele Erze, ich kann die gar nicht alle abbauen. Es kann sein, dass du unter mir bist. Oh, ist Kupfer. Kupfer. Ach, jetzt nenne ich auch noch Kupfer. Ist doch gut so. Doch nein, so weit runter will ich gar nicht. Hier ist Nikolite. Hier ist überall Kohle. Hier ist Nikolite. Oh, so viel Nikolite. Oh yeah. Oh, du bist genauso wie der arme Junge. Warum? Den habe ich schon bemitleidet, wie lange er gedauert hat. Wie lange er gedauert hat? Ja, ich meine, wie lange das es gedauert hat, bis er es abgebaut hat. Das dauert doch überhaupt nicht lang, so ein Nikolite abzubauen. Hier ist auch noch Silber daneben. Und Tin. Ja, ich muss mich noch mit mehr beschäftigen. Oh, hier ist Eisen, oder? Oder ist ein anderes? Ja, Eisen. Hast du gerade deinen Ton ausgeschaltet? Ich bin wieder da. Ja, hatte ich. Das hat man gehört. Ja, weil ich dann nicht mehr so viel gelabert habe. Nicht so viel gelabert. Und da ist das Rauschen verschwunden, ne? Das Atmen deines Computers. Ach so. Man hört ja, wie der atmet. What the hell, Mann? What the? Ja. Okay, der macht dir deine Arbeit leichter. Nein, nicht wirklich. Weil mir gerade vor meiner Nase mein Lapis Lazuli weggesprengt hat. Okay. Das ist schon ein Hammer. Vakuum Single von Creepern, spreng es auf. Boom. Ja, da wollte ich so rein. Oh Mann, nein, ich bin tot, ich bin tot. Warum immer meine Stufen weg? Boah, Mann. Lapus. Ich hätte dich gesehen. Ich bin ganz weit unten in der Höhle drin. Ja, oh, Creeper. Ich hätte deinen Namen gesehen. Was ist denn das? Achso, das ist dieser...
Okay, ich habe das gleiche, was du hattest. Die Kulisse? Nein, nicht Kroite. Die Kroite? Ja, ich meine Uranium. Ah, cool. Ja, Uranium brauchen wir auch. Ich weiß am meisten nicht, was man mit diesen Erden machen kann. Mit Uranium kannst du den Atomreaktor machen. Ja, wenn man schon dieses Wort Uranium hört, dann weiß man schon, dass da irgendwas so... Oh, schon wieder Uranium. Ja. What the? Schon wieder runtergeplumpst. Nein, Mann. What the hell? Willst du noch irgendwann in die Lava plumpsen? Nein, nein. Gott sei Dank nicht. Es wird schon wieder dunkel. Scheiß Skelett, stirb. Stirb Kartoffel. Stirb Kartoffel und Aussagen ist Stirb Skelett. Stirb Kartoffelskelett. Kartoffelskelett. Hört sich nach. Ja. Hört sich an wie Pommes frites. Prophet-Skelett. Aha. Ja, da denkt man gerade an Prophet. Ein Skelett ist dürre und hat nichts am Fleische. Also nichts. Und da denkt man eben, wenn du Kartoffel sagst, an Prophet. Ah, Mann. Hast du Hunger? Ja. Ich habe in Minecraft-Leben auch gerade Hunger. Ich habe Real-Life-Hunger. Ich nicht. Nein, 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 Zombie, bitte, bitte nicht. Ja. Skelett. Ernsthaft, euer fucking Ernst. Ein Skelett. Soll mich jetzt aufhalten. Oder jetzt, ein Zombie. Jetzt sieht man irgendwie richtig... Creeper, Selbstmordkommando, nein, 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 nein. Selbstmordkommando. Ja, ein Creeper. So, jetzt schlage ich mich mit Uranium um. Boah, ich komme schon wieder hier nicht raus. Manchmal hasse ich Dschungelbiome. Ich auch. Vor allem, wenn ich aus Versehen von dem hohen Baum jumpe. Ja, das habe ich schon mal geschafft. Da waren alle Bäume ganz hoch gewesen. Und ich dachte, das wäre normal Fläche. Und dann runtergeklatscht. Warte. Scheiß Skelett, Mann. Stirb. Oh, 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 oha. Ein Herz. Ein verdammtes Herz. Oh, Mann. Erschreck dich nicht. Erschreck dich, wenn es ein halbes Herz ist. Scheiß Creeper. Bei dir ist wohl Massenmordung. Ja. Boah, jetzt müsstest du auch aufnehmen. Das ist so richtig episch, wie die alle bei dir zu gucken würden. Das wäre echt episch. So, Uranium ist hier drin. Kupfer kann ich einschmelzen. Ich habe auch sehr viel Kohle jetzt etwas. Auf dem Berg war noch mehr. Und ich bin in die Mine gefahren. Okay. Ich muss leider offener. Kann ja auch die Aufnahme gleich beenden. Nee, du kannst ja weiter aufnehmen. Ich lass einfach den Server offen. Nee, du machst jetzt aus. Mach aus. Ich, okay, bye. Okay. Da, Leute. Er ist weg. Jetzt sind wir noch arme Schweine da. La la la. Ja, da kann ich euch erstmal erklären, was das hier alles ist. Also das ist ja, wie gesagt, Minecraft Tackled. Und zwar Classic. Das finde ich eigentlich schon gutes. Nur leider leckt es etwas ein bisschen. Als sich die Map gerade aufbaut nur. Also hier sind ja alles die... Jetzt habe ich schon auf nächstes. Das interessiert euch nicht. So. Also das ist ja alles hier Standard hier, was ihr jetzt gerade seht. Ihr seht. Komisches Deutsch. Ja, hier ist alles noch Standard. Aber es gibt auch ganz viel Neues. So wie dieser Computer Monitor.
Man kann hier auch, wie vorhin erwähnt, Atomkraftwerke herstellen. Ja, und so weiter. Hier gibt es auch irgendwie Buchshelf-Cover. Es tut mir schon leid, aber ich kenne mich nicht so ganz klar aus. Also diese Kabel, ich habe immer, da kann man, wenn man einen Schalter weit weg machen muss von etwas, was gleich explodiert, dann ist das schon ganz gut. Also man muss nur diese Kabel muss man einfach nur dann an dieses Gerät befestigen und dann ganz weit weg bis zu dem Schalter, wo er es hin platzieren wird. Und dann, ja, es leitet sowas wie, es funktioniert genauso wie Redstone. Also, man kann hier auch ganz viele Sachen machen. Ich kenne mich immer nicht aus. Ja, ich zeige euch mal alles hier. Natürlich, wenn es euch nervt, wenn ihr nicht sehen wollt, was alles so gibt, dann drückt O. Aber ich lasse es trotzdem an. Ich brauche Rezepte. Und wenn ihr mal auf Optionen geht, da seht ihr hier dieses Reset-Mode. Bei euch wird es wohl Sheet-Mode sein. Hier ist noch Utility. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Hier ist Sheet-Mode. Das heißt, wenn ihr draufdrückt. Bei mir ist es jetzt ganz klar, dass es angezeigt wird. Aber wenn man OP ist, dann kann man da das cheaten. Da ist es dann im Inventar. Ich lasse es ja natürlich gerne immer Reset-Mode, aber wenn es jetzt in Reset-Mode ist, ich stelle es trotzdem ein. So, wo ist denn das eine, wo ich mit dem ich etwas auskomme? Ja, man kann natürlich auch hier solche Maschinen bauen, die extra für euch Minen gehen. Ihr müsst nur Koordinaten eingeben, wo sie dann genau in diesen Reichweite das machen. Und dann werden sie das befolgen, was ihr wollt. Es gibt auch ein paar Tutorials, die könnt ihr euch ansehen. Es kann, ja, also was ich vorhin schon mit den Leon besprochen habe, über hier diese Rubies und diese Emeralds und diese Smaragde. Also Emeralds ist ja ganz klar, die kennt man schon lange. Eigentlich heißen sie Grünsaphire. Deutsch. Ich frage mich nur, habe ich überhaupt Deutsch an? Glaube ich ja nicht, oder? Mal kurz gucken, ob ich Deutsch anhabe. Ja. Ich dachte schon. So, okay. Dann gibt es hier auch noch diese Goldchest. Ja, die sind einfach wie normale Truhen. Etwas größer. Es gibt auch hier, ja, welche, die schon längst mal etwas in die Luft gejagt haben. Die würden es kennen. Es gibt hier solche kleinen Mini. Ach, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ich glaube, das sind die, oder? Nee, das sind diese Rekordcamper. Uraniumblock. Hier die Nukes. Hier sind die. Wenn man nur einen setzt,
Dann geht es jetzt schon ab. Aber mit 6 müsst ihr euch schon richtig ausloggen. Da wird ihr rausgeschmissen aus euren eigenen Server. Das ist so heftig. Und da bleibt so ein Riesenkrater übrig. Guckt einfach bei Dena vorbei. Der hat in einer Folge bei dem Megaprojekt das gemacht. Ich fand's so lustig. Wie der Gummi ausgerastet ist. So, hier sind ja wieder diese Standards. Hier eine schöne Enderperle. Mit diesen MIC komme ich noch nicht klar. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich bin damit überfragt. Ja, ich weiß auch nicht ganz, was ist denn so? Enderauge, MIC. Ich werde mich auch etwas damit beschäftigen und so. Hier sind nochmal diese Rubies und diese Emeralds und Saphire. Ich kann euch auch den Gleichstand zeigen. So, zeig mal her. Ja, hier gibt es natürlich einen Ruby-Block. Ich habe vergessen, O zu drücken. Ja. So, hier sind natürlich die. Ich frage mich, wie viel Damage. 1275. Wow. Okay. Immer ist sie ganz schön groß. Wow. Die Axt macht mir jetzt schon Angst. Okay, ich habe langsam Angst vor Rubin. Hier kann man eine Säge machen, eine Handsäge. Da kann man besser die Bäume sägen. Ja, tut mir leid, ich kann nur nicht. Ich kenne mich noch nicht so ganz damit aus, deswegen langweile ich euch etwas. Und so. Hier gibt es auch solche Batterien. Das ist gerade ein Monitor. Motor. Fine Aaron Rye. Ist das ein Eimer? Nee. Achso, das ist hier das mit der Farbe. Da kann man einfach hier solche Blöcke. Eigentlich weiß ich nur über Wolle, dass man die dann färben kann. Da braucht man nur solche. Keine Ahnung, was mal gucken. Ja, damit kann man Farbpinsel machen. Und wie kann man das herstellen? So, wie ihr seht. Ach, dafür braucht man Flaxseeds. Okay, weiß ich schon mal, was man mit Flaxseeds braucht. Ich habe mich immer gefragt, war mit so einfach dieser Farbstoff, diesen Pancan. Und dann noch 2 Flaxseeds und dann habt ihr schon einen Farbeimer. Und was kann man mit denen machen? Wird es angezeigt? Nö. Das wird angezeigt. Ja, mal gucken, wo die Schwerter sind. Hier sind noch alle Arten von diesen Wood Terrapet Pry. Die macht man aus Holz. Cobblestone hat man vorhin gesehen. Power Teleport. Water Blue. Redstone. Waterproof Redstone. Wo sind denn diese Golden? Hier Golden Transit Spy. Hier sind diese Redstone-Dinger. Ja, schon mal langweilen. Oh, da waren ja diese Zahnräder, die ich gesucht habe.
Ja, wer hätte das gedacht, wie man die herstellt? Ich wusste es nicht, ich arme Sau. Erst ein Holzzahnrad machen, so wie das so, nur ohne das Zahnrad in der Mitte. Dann Stein und dann das Stein Zahnrad in die Mitte, dann Eisen, Eisenzahnrad in die Mitte, Goldrum, Goldzahnrad in die Mitte und Diamanten drum. Ja, das ist schon ganz komisch gemacht. So, hier sogar extra ein Speicherding. Ja, ich sag jetzt zu allen Dingen. Da war eine. Oh, hier ist dieser Ender-Rucksack. Der ist schon cool. Mal gucken, wie man den herstellt. Eine Endertruhe. Enderperle. Lohnstab. Oh, okay. Hier gibt es Speere. Es gibt sogar Ringe, die sind schon geil. Es gibt auch solche Rüstungen, diese Dark Matter Helmet und so. Ja, die bekommt man, wenn Meteoriten einschlagen. Das kleinste zwei. Hier sind solche Sterne. Hier ist eine Dynamitstange. Und hier sind die Ringe, von denen ich gesagt habe. Mit diesem Ring kann man Pfeile schießen. Mit einem Ring kann man hier Feuer machen. Black Hole Band. Kann man solche dunkle Strahlen machen. Ja, mit einem konnte man auch Gift. Ja, ich kenne mich noch nicht so ganz aus. Es gibt ja auch diese Rüstung, die schützt vor Strahlung. Glaube ich. Nee, das war nicht die mit der Strahlung, sondern die schützt vor diesen einen Abwehrsystem. Oder eher gesagt auch diese fliegenden Kugeln, von denen man angegriffen wird. Ja, hier sind andere Ringe, mit dem weiß ich noch gar nicht, was es ist. Trading Road. Ja, ihr könnt mir vielleicht helfen. Oh, hier ist Kaffee. Da Kaffee, das ist leicht herzustellen. Ja, man muss leider nur Kaffeebohnen finden. Mal sehen. Einfach erhitzen, bekommt man schwarzen Kaffee. Und wenn man hier. Hier kann man einen Kaffee machen, nur mit Zucker und Milch. Und jetzt kann man aus dem Dark Kaffee machen, ein Dark Kaffee. Okay, Dark Kaffee wird zu Dark Kaffee. Ganz klar. So, hier ist nochmal so eine Säge. Oder keine Säge, sondern eine Hacke. Eine elektrische Hacke, die muss man aufladen. Hier ist ein Diamant. Und hier sind diese Lapack. Die sind genauso wie ein Jetpack. Hier ist ein Backpack. Also ein Rucksack oder so. So, mal gucken, wo sind denn diese Jetpacks? Hier ist ein Bedpack. Was für alles ist Bedpack? Und hier ist diese Nanosuit Bots. Also die Nanorüstung. Mit der könnt ihr euch vor Strahlung schützen. Genauso wie die eine weiße. Und hier unten sind die Jetpacks. Elektrische Jetpack und Jetpack. Die müsst ihr aufladen mit einer Aufladestation. Ich glaube, die ist hier. Das müsste die sein. Oder mit einer Batterie hier. Und die braucht
ihr die Rubber Boots, damit ihr etwas weicher landet. Denn man kriegt Fallschaden, wenn ihr etwas zu hoch seid. So. Ach ja, da war hier das. Wenn ihr solche elektrischen Geräte habt, dann müsst ihr, also sowas wie ein Computer oder da hier solche Öfen, die so elektrisch sind, da braucht ihr diesen Wrench. Nur mit denen könnt ihr es abbauen. Wenn ihr es mit einer Spitzhacke abbaut, dann verschwindet das oder ja, also verschwindet. 100 Pro. So, hier noch die Kettensäge zeigen und den Bohrer. Ja, und das sind Energiekristalle. Die habe ich noch nie gesehen. Aber da kann man damit schon Energie herstellen, wie der Name schon sagt. Diese Raffin-Iron, die kann man aus Eisen einfach herstellen. Da braucht man nur einen speziellen Ofen und damit kann man das... Hier ist Zinn, das findet man ja überall. Genauso wie Kupfer, wie vorhin. Bronze, das ist schon etwas seltener. Und Uranium. Hier ist auch dieses Pulver, Bronzedust, Tindust. Ja, das könnt ihr einfach leicht herstellen. So, ich glaube, das war's schon mal. Also mache ich mit dieser Folge Schluss. Und da sehen wir erst das nächste Mal Video. Es kommt auch bald wieder eine andere Folge, weil ich ja vor kurzem gar nicht mehr lange aufgenommen habe. Also sehen wir uns das nächste Mal und ja, ciao und bis das nächste Mal eben.